Mein Name ist Markus Fein. Ich leite jetzt seit 8-9 Jahren die sommerlichen Musiktage Ritzacker. Sie folgen mir zum Film in diese Richtung. Also wir haben wirklich ein sehr offenes und sehr interessiertes Publikum. Ich bin ganz stolz auf mein Publikum. Und die reisen zum Teil wirklich von weit an, um hier die Zeit zu verbringen beim Festival. Echte Festspielgäste. Und das ist das große Pfund, mit dem wir wuchern können. Menschen, die Zeit mitbringen, die Lust haben auf dieses Festival, die sich einlassen darauf. Ich suche diesen Kontakt mit dem Publikum wirklich. Wir machen für dieses Publikum das Programm. Und deswegen komme ich gerne ins Gespräch mit Ihnen. Also das ist nicht nur eine Aufgabe, keineswegs eine Pflicht für mich, sondern ich mache das wirklich gerne. Und aber mich reizt es eben, rauszugehen aus dem Konzertalltag, rauszugehen aus dieser Routine und einfach mal Neues auch anzustoßen. Ich erlebe eben, dass Menschen dann in so einem Kontext sich auf einmal einlassen, auch auf neue Musik und dem aufgeschlossen sind. Und wenn sie es im Radio hören würden, unvorbereitet, würden sie vielleicht ausmachen. Wir haben auch eine Musik von Matthias Kaul für Zither. Also wir greifen dieses Thema auch ein bisschen ironisch auf. Das ist eine Musik, die auch von afrikanischen Melodien und afrikanischen Klängen beeinflusst wurde, aber eben auf einem typischen alpenländischen Instrument gespielt, der Zither. Also wenn wir hier oben schon ein Programm rund um das Thema Alpen machen, dann auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ich höre immer ganz viel Musik, am liebsten im Konzertsaal. Und das gehört auch zu den schönen Aufgaben eines künstlerischen Leiters, viel in Konzerten zu sein, so ein bisschen den Scout zu spielen und eben nach Talenten Ausschau zu halten. Ich mache auch selbst viel Musik und spiele momentan viel Gitarre. So, Herr Lehmann, Hossa! Hossa! Aber sicher! Ja.